auch da. Something to new would be nice. Aber zu trinken. Wir müssen erstmal ein bisschen erkunden, meine Gute. Weltkarte. Stadt. Unerforscht. Erforsche die U-Bahn. Zeitkosten eine Stunde. Benzin 5 von 1. Schlitze für Rücksätze. Moment. Nee, machen wir. Wird schon schief gehen. Looks like things have calmed down quite a bit after the earthquake. Those things are still lingering. Todd, let's carefully head to the subway. Drücke Shift, um in Stillzustand zu gelangen. Drücke, um den Stillzustand wieder zu verlassen. Stärke nehmen wir. Ob das so gut ist? Oh, öffnen. Schnipsel und Metallteile. Teile und Stoff. Okay. Lass uns gehen. Aber wie gehen wir jetzt einfach zurück? Ah nee. Das Cody pflücken lassen. Sehr aggressiv zurzeit. Moment, kann man das nicht? Gib das Passwort ein. Ich habe kein Passwort. Falsche Taste. Überprüfe Cody. So. Öffnen. Wir haben immer noch kein Passwort. Halten und öffnen. Wir sollten uns, ja, wir sollten uns eigentlich schon wieder verziehen, was echt doof ist. Wegen Mutti sollten wir eigentlich schon wieder gehen. Mutti geht's nicht gut. Weltkarte zu Hause, ja. Mutti muss ich hinlegen. Mutti muss ich erstmal ausruhen, schlafen. Schlafen. Es war eine ruhige Nacht, keine Zombies in Sicht.
Ja, aber ihr geht's halt nicht so besonders. Und wie es ihm geht, wissen wir auch nicht. Das ist alles so auf. Auswählen, ja. Hoffen, also. Leere Flasche. Wir haben halt Metallteile. Cody braucht was zu essen, wie es aussieht. Wo hatte ich das jetzt hingeräumt? Upsala. Lassen, nur weil wir hier total verplant sind. Halten und fixieren, oh, das brauchen wir gerade nicht. Wir haben es unten irgendwo hingetan. Leere Flaschen. Ach ja, wir hatten im Kühlschrank was getan. Stärke, aber Stärke brauchen wir nicht. Cody, genau. Uns, ja. Uns geht selber auch noch nicht mehr so gut. Kicken wir mal was. Wir sollten vielleicht Inventar, Lagerung. Alles, was wir gerade nicht unbedingt brauchen. Kekse. Brauchen halt kein Metall, zumindest nicht dabei. Alkohol können wir eigentlich auch da lassen. Leere Flaschen, Stoffstreifen, Bandage lassen wir mit. Ich wollte eigentlich reisen. Weltkarte. So. Ja. Jetzt haben wir nämlich auch viel mehr Platz. Wir sollten ja eigentlich in die U-Bahn. Was findet er?
Zerschlissene Klamotten nehmen wir auf jeden Fall mit. So, mach du mal. Cody, du hast schon wieder Hunger? Kann auch gar nicht sein. Ich hab halt auch nicht viel mit. Doch, ich hab noch einen Keks. Cody verwenden. Cody verwenden. Na. Können wir? Nee. Er soll ja in die U-Bahn, also. Sieht sehr einladend aus erstmal. Halten. Kommen wir nicht durch. Überprüfe Cody, halten Cody. Bringt uns gar nichts. Den kommen halt nie lang. Du sollst die Bonne Informationen über den Notausstieg finden. Wenn ich hier. Ah, hier. Pflücken. Tagebucheintrag Nummer 1. Das war schwerst. Das war das Schwerste, was ich je tun musste. Es tut mir leid, dass ich dich so verlassen musste. Ich bin mir nicht sicher, was sie von mir wollen und warum sie wollen, dass ich gehe, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, meine Vergangenheit holt mich ein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay. Jakob, wo bist du? Annie, are you asleep? Nur einmal weg, what's up? Annie, I'm sorry, but I have to go. What's why? The military have asked for help. There are just too many injured. They will be picking me up in the morning. But you can't just leave us here. It's dangerous out here. But if something happens, you will be safe here. You have the best soldiers protecting you, and you don't worry about me. I'm a doctor. I know they risk. I'll be fine. But the evacuation is just in 3 days. Can't you just go with us? Annie, everything is going to be fine. Once I'm done, they send me straight to you. I'll be like, we were never apart, alright. Look, I need to leave early in the morning, so I'm going to miss Cody. Can you explain to him where I'm going and tell him Daddy loves him? I'm let him know. It's getting late, let's get some sleep. I love you. I love you too. Ach ja, da musste er. Mama, geht's dir gut? Mir geht's gut. Es ist dunkel hier unten, lass uns vorsichtig suchen. Schnaps. Ein Schnaps für Cody untersuchen. Da lebt noch was. Tarnung, Spurtaufen. Halten, öffnen. Nehmen wir. Aber Tarnung? Tarnung, Hinweis, Tarnung.
überprüfe Cody und er hat nichts, scheinbar. Hinweis. Liste der evakuierten Personen. Williams Phillips, Sam Murray, Emma Davis, Jacob Moore, eingesetzt in der medizinischen Crew. Ending Chang Moore, Cody Moore. Cody? Rachel Samson, Christian Clare, Tin Rixon. Wie? Liste der evakuierten Personen. Sieht nicht so aus. Ja. Aber wirklich. Komm ich da nicht hin? Die Arm tut weh. Gebrochene Planken. Halten und bis fixieren. Body fixieren. Wir haben kein Holz dabei. Wieso? Ja, haben wir nicht dabei. Lücken. Liebes Tagebuch, wir sind schon seit Monaten im Flüchtlingslager und morgen ist der Tag, an dem wir endlich evakuiert werden. Es ist mein Glück, dass ich in den Lager bin, dass es als letztes evakuiert wird. Naja, es fällt mir schwer einzuschlafen. So aufgeregt bin ich wegen morgen. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde und Familie wiederzusehen. Aber es wird komisch sein, nicht mehr hier zu wohnen. Es war mein ganzes Leben lang hier. Hoffentlich kann ich eines Tages zurückkommen. Sie hält sich die ganze Zeit ihren Arm. Eine Nachtwache Schichten. Hier ist eine Liste für diejenigen, die die Nachtwache haben. Vergesst eure Schicht nicht. Montag Brandon Jake, Dienstag Sophie Michel, Mittwoch Jake Phil, Donnerstag Brandon Sophie, Freitag Michel Phil, Samstag Brandon Michel. Sonntag Philosophie. Okay. Ja, ist gut, solange du da hinten bleibst. Lücken. Bandagen. Aber hier kann man nicht ran. Eigentlich würde ich da gerne ran. Moment, wir haben Bretter gefunden. Wir brauchen auch noch was anderes. Muss halt eigentlich repariert werden. 5 Holz brauchen wir aber zum Reparieren. Wir haben gerade, ja. Wir haben kein Holz dabei. Das ist mein Problem gerade. Metallrohr.
Säure ist doch eigentlich eine tolle Waffe, oder nicht? Ausdünnen, Ausdauer. Aber wenn man das öffnet, sind wir so ein bisschen am hier. Wir müssen eigentlich zurück. Die Evakuierten müssen zu ihrem zugewiesenen Zelt schlafen. Zweitens, die Evakuierten dürfen die U-Bahn unter keinen Umständen verlassen, es sei denn, sie werden direkt von Militärpersonal dazu aufgefordert. Drittens, die Evakuierten dürfen nur die ihnen zugewiesenen Essportionen essen, kein Nachschlag. Es gibt nur eine begrenzte Menge an Essen, alle für alle. Alle Kinder müssen zu jeder Zeit von einem Erwachsenen begleitet werden. Kämpfregeln. Cody hat Angst. Eigentlich müssen wir, aber die wird uns sowas von drauf gehen. Wir haben nichts zu essen mehr. So viel hier war das ja. Weltkarte zu Hause bestätigen. Sie verhungert? Und ja, keine Ahnung. Oh. Spiel vorbei. Das Virus hat Aling in der Nacht verzehrt. Ja. Das ging jetzt irgendwie schneller als erwartet. Hätten zwar auch, aber das ist eigentlich gerade uninteressant. Kann man irgendwie. Alter, eigentlich gerade nicht. Neue Geschichte, aber wir waren zu langsam, aber ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass sie jetzt so schnell stirbt. Und vor allen Dingen, wo sollen wir denn die ganze Nahrung für sie finden? Halt um Überleben, Undying. Ich weiß noch nicht, ob wegen dem nächsten Versuch oder nicht, aber ich glaube erstmal, es wurde ja noch dran gearbeitet und alles, deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns einfach in den nächsten Game. Von daher, bis dahin.